Ja, hallo Lieben, Christian Schemmer, Paartherapeut und Beziehungscoach und so weiter. Und diesmal Vlog eigentlich rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute geht es aber mal um, ja, so Vergleiche ziehen zwischen, was man da gerade sieht, in diesem Krieg mit der Ukraine insbesondere, was wie Putin sich da verhält und ja, hochtoxische Beziehungen. Ich weiß, ich will das jetzt nicht vergleichen oder verniedlichen in irgendeiner Weise, nur diese Ego-Prozesse, die man da sieht, sind halt die gleichen, nur eben auf einer ganz anderen Basis, auf natürlich auch einem ganz anderen Schweregrad und natürlich auch, wenn jemand so viel Macht hat, werden die natürlich auch entsprechend verstärkt. Und zwar, was man wirklich hier sieht, ist halt dieses, ja, diese ganze Verdrehung von Wahrheiten. Man sagt ja immer so, was als erstes stirbt im Krieg, die Wahrheit. Und da sehen wir natürlich hier dieses massive Gaslighting, wo man einfach immer nur denken kann, man ist fassungslos, wenn man sowas hört. Also da wird halt nicht gesagt, so, wir überfallen euch jetzt, ne? Ist uns so alles scheißegal, wir wollen einfach hier unsere Machtfantasien ausleben und unser sowieso schon größtes Land der Erde völlig noch größer machen, weil das Ego hat ja natürlich nie genug, sind natürlich nie satt. Sondern es wird halt gesagt, Ukraine muss entnazifiziert werden. Also was war noch? Entnazifiziert und keine Ahnung, befreit. Und es sind ja alles nur Drogensüchtige da und Narzissten. Und also, wenn man das so hört, das ist wirklich so unfassbar, ne? Und es ist einfach Gaslighting des Grauens und wirklich einfach total schlimm, vor allem wenn man dann weiß, dass ja der Stadtchef irgendwie ein Jude ist und dann solche Begriffe zu verwenden. Aber das ist eben, was passiert, ne? Also das ist wirklich jemand, der wirklich komplett 3D-Absichten hat, Ego-Absichten hat. Das ist ja wirklich eine ganz schlimme Beziehungssituation. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber jetzt von der Struktur her ähnlich. Das einfach, man macht einfach, was man will, weil man irgendwie sein verdammtes Ego irgendwie füttern will und das kann man natürlich dann nicht so sagen, wie man es wirklich denkt oder was man wirklich vorhat, sondern das muss dann irgendwie ja mittels Gaslighting und Schuldumkehr haben wir hier auch und Future Faking und ich weiß nicht, weil das muss einfach alles komplett verdreht werden, umgedreht werden, damit es nicht ganz so ätzend aussieht, wie es halt ist irgendwie so, ne? Und ich finde es immer schade, wenn da noch Menschen dem auf den Leim gehen manchmal. Da gibt es auch extrem viel Propaganda ja gerade. Und ach, es ist wirklich so ein unangenehmes Thema. Ja, was kann man da für Schlüsse rausziehen? Also ich meine, natürlich, ich bin kein Politiker oder keine Ahnung von. Nur, wie gesagt, wenn man diese Schlüsse jetzt mal weiterzieht, dann ist man, glaube ich, schlecht beraten, da jetzt in irgendeiner Weise drauf schwach zu reagieren. Ja klar, natürlich will man da nicht, will da keiner jetzt groß einsteigen. Das klar, ist ja völlig richtig wahrscheinlich, aber wenn wir jetzt mal an Sanktionen denken oder so, da ist wirklich, glaube ich, irgendeine Art von lascher oder schwacher Reaktion, wie wir es ja teilweise jetzt haben, ist man, glaube ich, schlecht beraten irgendwie, ne? Weil offensichtlich hat da ja jemand keinen Respekt vor europäischen Ländern und ja, und wenn man dann jetzt noch signalisiert, was da genau gewollt wird, ne? Wenn man jetzt noch signalisiert, ja, wir kriegen jetzt ganz viel Angst und machen uns schon mal klein, das ist im Grunde genommen, ja, wie so ein jemand, der sich so mit Mobbing und Angstmachen versucht durchzusetzen, um einfach seine Großmachtsfantasien da irgendwie zu befriedigen. Und ich glaube, dass es wirklich politisch richtig wäre, da wirklich richtig hart drauf zu reagieren, jetzt nicht noch irgendwie zu taktieren und wir behalten noch was in der Hinterhand. Und nee, das tut uns jetzt aber auch ein bisschen weh, wenn wir diese oder jene Sanktionen machen. Ist, glaube ich, eine ganz schlechte Idee, weil, ja, also man sieht einfach, wie auch im Kleinen wie im Großen muss eben auch eine Reaktion zeigen und muss sich auch, keine Ahnung, auch schützen können und darf nicht von seiner eigenen Angst regiert werden. Das ist im Großen wie im Kleinen so, kommt nur Mist raus irgendwie, ne?
Ja, insgesamt ist es natürlich ganz tiefer, hätte ich auch nicht für möglich gehalten, muss ich echt sagen, ganz tiefer 3D-Moment, warum das jetzt alles so ist und wo wirkt ja erstmal so, als wenn, wenn man wieder zurückgestoßen wird in Zeiten, die man meinte eigentlich längst überwunden zu haben vom Kalten Krieg und keine Ahnung, kann ich auch nicht sagen, echt ziemlich deprimierend, ist natürlich wieder eine Zeit von Selbstfürsorge, muss überlegen muss, wie viel zieht man sich davon rein, was macht man jetzt, ich glaube, es ist immer gut, das ein bisschen zu dosieren, auch immer wieder, ja, zu gucken, okay, Deutschland ist man hier natürlich in einer, prinzipiell in einer Sicherheit erstmal und sich da auch jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwelchen obsessiven Gedankenkreisen hinzugeben. Es war eher ähnlich, wie es Corona vor ein paar Jahren war. Schließt sich ja auch nahtlos an. Muss man da wirklich Selbstfürsorge treiben und gucken, was lässt man da jetzt in sich rein, auch an Informationen und wann nicht, ne? Das oder was nicht, das ist schon echt eine harte Zeit, wo ich denke, dass das ja, wie schon Corona psychische Störungen irgendwie total verschlimmert hat, denke ich, wird das jetzt auch wieder dazu führen, ne? Das ist harte Konfrontation, auch für Generationen, die den Kalten Krieg vielleicht nicht mehr kennen, wie etwas, also ich kann mich da wirklich gut dran erinnern noch, NATO-Doppelbeschluss damals und diese ganzen Sachen. Ja, ist nicht schön, ne? Ist echt, echt nicht schön und muss man mal echt mal gucken, was dabei im Endeffekt rauskommen wird. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, also nach jemand wie Putin jetzt so krass lügt und auf alles scheißt, wie man zu jemandem überhaupt noch jemals wieder irgendeinen vernünftigen Vertrag machen will oder überhaupt irgendeine Basis finden will für politische Sachen, ist mir völlig schleierhaft. Wird man sehen, ne? Wird man sehen. Man muss sich, glaube ich, mal wieder klar machen, dass das letzten Endes weniger Menschen sind, die völlig ja, ihrer Machtgeilheit da verfallen sind. Und ich glaube nicht, dass so in einer großen Masse wohl weder kein Land der Welt, sage ich mal, die Bevölkerung will Krieg, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Also heutzutage zumindest nicht mehr. Und ja, das sind immer einige wenige, aber wenn die halt die Macht haben, ist halt scheiße irgendwie, ne? Ja, kann man nur dankbar sein über, ne, was meinst du dazu, Mimi, über, wenn man so Demokratie hat und solche Geschichten. Und auch, man hat die Ukraine ja auch, und auch, ja, man irgendein Konstrukt ist, wo man sich wenigstens ein bisschen geschützt fühlt, ne? Mein Gott, ey, die Welt ist echt so schlecht teilweise, es ist echt deprimierend. Gut, in diesem Sinne, ich glaube, viel mehr werde ich dazu auch nicht sagen, aber diese Ähnlichkeiten sind einfach frappierend, einfach absolut, ja, was kommen hier noch, was kommen wir schon zu zwei Katzen an, ne? Die Ähnlichkeiten sind wirklich absolut frappierend, finde ich, und auch dieses, also wie dann Putin gesagt hat, dieser ukrainische Präsident, das wäre ein Narzisst, da dachte ich echt, das ist, also, der dreht, weiß nicht, er dreht sich eigentlich alles um und es ist einfach, aber ich meine, das ist eigentlich so offensichtlicher geht es ja eigentlich gar nicht, also es ist einfach so ein zutiefst narzisstisches Verhalten und 3D und Mobbing und Angst machen und Panik und einem alles scheißegal sein, Hauptsache das eigene Ego, das ist in, wirklich in einem Ausmaß, das ist einfach fassungslos. Aber gut, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also ich finde es auch schwierig, weil man weiß, ja, ist auch, man wird ja gerne sowas entgegensetzen mit keine Ahnung, guten Gedanken und so, aber manchmal ist man einfach fassungslos vor diesem Ausmaßen, ne? Das ist einfach. Also mein Mitgefühl und ist natürlich mit denen, die das da jetzt ertragen müssen in der Ukraine und ja, es ist einfach schwierig und ja, hoffe, dass es was nützt, dass man gute Energien darüber schickt. Freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das auch macht. Und ja, ich sag vorsichtshalber nochmal, falls irgendjemand das sieht, der dann vorhat, hier irgendein Verschwörungskontent oder Kommentar unter mein Video zu schreiben, dass Putin ganz lieber ist. Leute,
Ihr seid völlig falsch auf meinem Kanal. Geht woanders hin. Ich will den Scheiß ja echt nicht lesen. Ne? In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.